Lange haben wir kein Video von Leni gesehen. Sie hat mich in der Story markiert. Mehr Power geht nicht. Die besten mega starken Düfte für Männer. Let's go. Ein richtiger Banger ist, das sind Düfte, mit denen dich niemand übersieht. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin die Leni und ich zeige euch heute die 10 krassesten Beast Mode Herrendüfte in meiner Sammlung. Herrendüfte mit einem kleinen Sternchen. Hast du eine Empfehlung für einen Herbstduft? Natürlich, dieser Altair, der gerade rausgekommen ist. Zieh dir den. Altair von Parfums de Mali, der neue Release. Weil manche von denen sind unisex. Das sind die Düfte mit der meisten Power. Und wir müssen unterscheiden zwischen Düften mit langer Haltbarkeit, die lange auf der Haut bleiben, und Düfte, die weit strahlen, die eine große Sillage haben, die weit projizieren und mit denen jeder mitbekommt, dass du gerade in den Raum gekommen bist, selbst wenn der Raum 50 Quadratmeter groß ist. Ich werde vielleicht auch noch ein Video machen zu den Düften mit der längsten Haltbarkeit auf der Haut, aber heute geht es um die Beast Mode Düfte, um die Düfte mit der Power. Die sind meistens auch die größten Komplimente-Sammler, einfach weil sie den Leuten nicht entgehen können, weil sie Reaktionen hervorrufen, und ich habe natürlich die schönsten für euch rausgesucht. Also das sind jetzt nicht irgendwelche starken Düfte, sondern es sind meiner Meinung nach die 10 stärksten und gleichzeitig auch schönsten Herrendüfte aus meiner Sammlung. Und wir starten mit einem Duft, über den habe ich schon oft geredet und trotzdem ist es immer noch gefühlt ein Geheimtipp. Es ist der 1888. Alter, einfach ein Marc Gebauer-Duft. Einfach ein Marc Gebauer. 1888 ist ein richtig, richtig... Casa Moratti, ich trage nichts von denen. Fiore d'Olivo, muss ich sagen, habe ich jetzt wieder lieben gelernt. Aber 1888... Von Casa Moratti, von Serjoff. Das ist einer der schönsten maskulinen Düfte, ja, die es gibt. Männerduft. Und der ist so besonders, weil er nämlich so unglaublich fein ist. Also er wirkt sehr, filigran und fein gesponnen und hat trotzdem eine unglaubliche Präsenz. Der kommt mit so einer Stärke, der kommt mit so einer Kraft. Der weht so weit um dich rum und er riecht so göttlich. Toller Duft, ja. Ich nenne es immer einen cleanen Amberduft. Amberdüfte sind ja meistens eher würzig, etwas süß und sehr, sehr, sehr... Nelke zum Beispiel, ihr könnt euch merken, Nelke ist immer stark. Nelke vergeht auch nicht, auch vom Riechen her, ne? Ja. Harzig. Und das hier ist zwar ein Amberduft, aber ein relativ frischer mit einer schönen Korianderaromatik. Wunderschön smooth wirkt er, ganz weich und sehr elegant, also richtig sophisticated. Und trotzdem strahlt er so unglaublich gut. Toller Duft. Die Idee Pfeffer, die so ein kleines Prickeln gibt, auch einen Safran, der so ein bisschen eine scharfe Würze gibt und momentan wirklich in aller Munde ist. Also Safran in Düften ist momentan extrem beliebt und er trocknet dann runter und bekommt eine ganz, ganz cremige Qualität vom Sandelholz. Also ja, aber Gold wird es ab dem 10. geben. Ab dem 10. darf man in Deutschland verkaufen. Wird dann holzig und ambriert. Und behält sich trotz allem immer dieses Quäntchen Korianderfrische. Das heißt, den kann man wirklich anziehen zu jeder Gelegenheit. Das könnte ein Signature sein. Der ist auch in einem Office-Setting nicht verkehrt. Der ist aber auch für den Alltag okay. Er ist schon sehr edel. Also ich würde den vielleicht nicht mit Jogginghose tragen. Aber Smart Casual geht für den auf jeden Fall. Und wie gesagt, er ist wunderschön, er wirkt extrem einzigartig. Also Leute, die den nicht kennen, die werden noch nichts in der Art gerochen haben und der bringt unglaublich viele Komplimente. Dann kommt jetzt der Abstand günstigste Duft in der Liste, das ist ein richtiger Cheapie, aber ihr bekommt so viel für euer Geld. Ich spreche über Job Homme, das Eau de Parfum. Okay. Das ist ein wunderbarer Duft. Der ist gourmandig, also sprich kreiert worden. Jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung. Das ist jetzt wieder ein sehr komplexer Duft, der einen großen Verlauf durchmacht. Eine Extrakonzentration. Unglaublich stark, strahlt so weit. Und das war mein Lieblingsduft damals, krass. Ich würde schon als sagen, die Kollektion neu vorgestellt wurde. Das ist ein richtig, richtig, richtig schicker Duft. Und zwar spreche ich über den Diciassette Rosso von Roberto Bolini. Super Duft. Der hat auch einen der schönsten Flakons, finde ich. Also mit diesem Leder. Der stärkste Extrait de Parfum. Horndeckeln, das ist richtig schön. Und der macht so eine große Reise. Der nimmt euch richtig mit. Der Duft ist ein Abenteuer. Und zwar startet der mit so einem tollen, frischen, minzigen Safran-Kick, aber nicht zu frisch. Also man merkt schon, dass er grundsätzlich der hat schon eine eher Süße. Würzig, ja. Holziger Rosenduft ist. Aber er hat eben diese tolle Safranwürze, ein bisschen diese Schärfe und gleichzeitig auch die minzige Frische. Unterlegt mit so ein paar Himbeertönen auch. Ah, richtig fein. Auch ein bisschen rauchig kommt er mir vor, obwohl ich jetzt ich würde ihn auch im Winter gut gesehen tragen, ja. Aber der ist so... Der ist
sophisticated, ja. Also der hat diese Pfirsichtöne, diese Himbeere unter der Rose. Die Rose ist schon der Hauptstar im Duft, aber drängt sich nicht zu sehr in den Vordergrund, dass man jetzt sagen würde, das ist nur ein Rosenduft, weil er ist so viel mehr, ja. Er ist würzig, er ist ein bisschen holzig. Wir haben ein bisschen Harz, wir haben ein bisschen Vetiver auch. Also eigentlich lauter richtig schöne maskuline Noten. Und ich glaube, ich habe mal gesagt, ich finde, der ist europäische Sophistication mit orientalischer Inspiration. Also er driftet für mich nie wirklich in den orientalischen Duft ab, aber er hat schon diese Nähe dazu. Und das ist ein Duft fürs Business, Kann würde ich man Naxos sagen. Also morgens den zur kann man Uni ganz tragen gut oder findest du, dass es in andere Rot erdrückt? tragen auch. Wen Kann man interessiert ganz die gut immer anderen? tragen. Das ist ein Vollgas. Signature-würdiger Duft, der geht, finde ich, immer. Jetzt im Gegensatz zum Grand Soir, das ist schon für mich eher einer für besondere Anlässe. Aber ah, der ist so spitze. Und meiner Meinung nach immer noch der beste Ugolini aus der ganzen Kollektion. Mal sehen, jetzt kommt dann bald ein Extrait vom Marzocco raus. Genau. Da müssen wir dann noch mal, müssen wir uns die Sache nochmal anschauen. Aber bisher finde ich den am allerbesten und er strahlt so weit. Er hält sich gut, er strahlt so weit. Und ist aber nicht ein Hey, schaut mich an, Duft, sondern das ist so auch so einer, der so um die Ecke kommt. Du denkst so, wo ist dieser Mensch, der so gut riecht? Und ich glaube, ich habe es vorher nicht gesagt, aber wir machen das ein bisschen klimaktisch heute. Also sprich, alle Düfte, die ich euch zeige, sind ultra stark und strahlen sehr weit, haben eine riesen Sillage. Aber je weiter wir in der Liste fortschreiten, desto stärker werden sie. Und wir sind jetzt in dem Bereich, wo ich sagen würde, das ist jetzt schon Brechstange. Also das ist jetzt Kommt jetzt schon. Also du Argento hast Overdose. wirklich Oh. keine Chance, an diesen Düften vorbeizukommen. Und ursprünglich hatte ich mir vorgenommen, ich wollte eigentlich pro Marke nur einen einzigen Duft featuren, weil es gibt so Marken, die haben grundsätzlich sehr viele starke Düfte. Aber das habe ich jetzt aufgegeben, weil es war nicht gut möglich. In der Damenliste ist mir das besser gelungen, aber bei den Herren, da gibt es einfach diese paar Marken, Xerjoff ergibt die mehr, geben klar. einfach Gas, ja. Und einer dieser Marken ist Serjoff und einer der stärksten Düfte von Serjoff ist der Argento Overdose. Hat auch einen Tolle Flasche. unglaublich schönen Flakon und das ist jetzt im Gegensatz zu den Düften davor ein eher frischer Duft. Das ist ein sehr frischer, blumiger Duft mit einem ganz starken Maiglöckchen. Einer wirklich genialen Frische, die nicht zu grün ist und vor allem auch nicht zu zitrisch, sondern irgendwie so eine Mischung dazwischen, wobei so wirklich zitrische Noten merke ich da gar nicht. Es ist mehr Floral vielleicht. Grün Herbal Eukalyptus, ohne bitter zu sein. Und das Maiglöckchen kommt Schon richtig ewig schön. nicht mehr Hat auch ein bisschen probiert. Frucht, das ihn Ewig. so auflockert. Also typisch Serjoff. Serjoff scheut sich ja nie vor Frucht. Siehe ein anderer Kandidat, der noch später in der Liste kommt. Aber der ist so unglaublich Overdose hat laut. nichts damit zu Es tun, ne? ist der Wahnsinn. Und das ist für mich jetzt einer, den würde ich insbesondere tragen von Frühling bis Herbst. Ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Winterduft. Nicht, weil er sich in der Kälte nicht durchsetzen könnte, sondern weil er so vom Vibe her einfach eher was Frisches hat, finde ich. Und so attraktiv ist und einfach irgendwie. Es ist was Besonderes, wenn man frische Düfte hat, die sich so gut durchsetzen können und die auch so viel Aufmerksamkeit vom Umfeld einfordern. Ich denke, der bringt super viele Komplimente. Ich trage ihn nicht so oft, weil ich, obwohl ich schon auch maskuline Düfte trage, denke, dass der schon irgendwie, ich weiß nicht, einen sehr maskulinen Vibe hat für mich. Aber ich liebe ihn. Ich rieche ihn gern. Und die Art und Weise, wie er performt, ist einfach genial. Und er hat vom Duftcharakter her nicht viel mit dem normalen Argento zu tun, mit dem im lilanen Samtflakon, sondern das ist ein ganz anderer Duft. Auch wenn er Argento Overdose heißt, die sind sich nicht sehr ähnlich. Ihr habt hier wirklich mehr die fruchtige, leicht grüne Frische und der Argento ist mehr die holzige, ein bisschen saurere Frische. So, bisher hatten wir, glaube ich, keinen einzigen Oud-Duft in der Liste. Die kommen jetzt, weil Oud ist einfach eine der Noten, die sich am besten hält und die auch so eine richtig große Sillage gut unterstützt. Und ich würde sagen, der beliebteste Oud-Duft aller Zeiten, würde ich jetzt mal vermuten, ist Oud for Greatness. Oud for Greatness ist Ja, mittlerweile so ein Klassiker. ja. Ihr könnt ihn euch vorstellen, für die Leute, die Baccarat Rouge kennen, er hat sozusagen die Baccarat Rouge DNA, aber noch würziger, maskuliner, erdiger Patchouli. Ja, also so richtig, das ist ein Richtiger richtiger Verkaufsschlager. Aufreißerduft. Das Ja. ist ein Duft, der ist perfekt fürs Clubbing. Das ist ein Ja. Duft perfekt für, wenn man auf die Jagd geht. Ich sag auch immer,
Das ist ein guter Duft für männliche Gäste auf einer Hochzeit. Nicht für den Bräutigam selber, weil wenn du so viele Leute umarmen musst, dann ist der aus der Nähe einfach richtig heftig. Mhm. Aber wenn du auf einer Hochzeit gehst und du bist Single und du versuchst hier so ein bisschen, versuchst dein Match zu finden, ja, was auch immer das dann bedeutet, dann ist Oud for Greatness ein guter Duft. Der ist so attraktiv, er ist so schön holzig. Das Oud ist nicht zu animalisch, es ist wirklich sehr clean, könnte man sagen. Es hat die Tiefe, aber nicht das Dreckige, nicht das Stallige, nicht das Fäkale. Nein, das Oud for Greatness ist für jeden. Der Lavendel gibt auch schon so ein bisschen eine maskuline Schärfe noch mit dazu. Und ja, Safran hat auch oft so ein bisschen eine ledrige Qualität. Das merke ich hier auch, obwohl der jetzt keine Ledernoten mit drin hat. Und das ist einfach spitze. Spitze, spitze, spitze. Einfach super geil. Ich habe mir den damals auch, ich habe den jetzt schon mehrere Jahre, habe ich mir den auch für mich gekauft eigentlich. Ich trage ihn nicht so oft, wie gesagt, weil er extrem männlich ist. Aber ich liebe diesen Geruch so. Und ich könnte den eigentlich jeden Tag riechen. Und ich musste den einfach haben. Und der Flakon ist auch eine Augenweide. Also... Und so eine Liste kann natürlich nicht sein ohne noch einen weiteren Serjoff. Ich muss den mit reinnehmen. Erbapura. Okay. Erbapura hat so eine kranke Sillage. Der ist so unglaublich stark. Und es ist ein Fruchtduft. Und als ich den zum ersten Mal gerochen hatte, da habe ich gar nicht gedacht, dass den so viele Männer haben. Wenn man den zum ersten Mal riecht. Weil Frucht ist irgendwie grundsätzlich öfter mit Weiblichkeit assoziiert als mit Männlichkeit. Aber das ist einfach so ein Duft, der ist perfekt in der Mitte. Ja? Den können Männer wie Frauen tragen, auch wenn ich weiß, dass ihn hauptsächlich Männer tragen. Der ist unglaublich stark. Hm. Und es ist ein Obstsalat. Also ihr habt alle möglichen Früchte drin. Man könnte jetzt nicht sagen, der ist besonders beerig oder... was ich schon distinktiv merke, ist eine Mango und ich denke auch eine Melone und vielleicht auch ein bisschen Kiwi. Also mehr Richtung tropische Früchte, würde ich sagen, als jetzt hier Apfel und Birne. Aber er ist unglaublich stark. Er hat eine starke Synthetik auch, die ihm dabei hilft, so gut zu halten und so weit zu strahlen. Diese Synthetik ist nicht jedermanns Sache. Deswegen würde ich vorschlagen, auch wenn er von vielen Leuten, glaube ich, blind gekauft wird, das ist vielleicht einer, den ihr besser vorher testet. Weil man muss mit der DNA klarkommen. Das ist nicht so ein No-Brainer wie manche andere in dieser Liste. Wenn es einem gefällt allerdings, dann glaube ich, gibt es nichts Besseres als den. Auch hier braucht man nicht viel von dem. Ja, ein, zwei Sprühe reichen absolut. Und dann habt ihr den ganzen Tag was und die Leute werden euch riechen. Und also wer den nicht hat, auch einer der meistgeschenktesten, den braucht man in der Düfte. Sammlung. Natürlich auch, weil der Flakon so genial ist. Ne? Das mit diesem Samt. Momentan wirklich, seitdem der eine gefragt hat wegen diesem Investment, normalerweise wir müssten so eine Kiste, so immer so 50 Parfums von allen wegtun so. Weißt du? Einfach für 2-3 Jahre wegpacken. Guck mal, eben mache ich mich lustig über den, aber jetzt denke ich mir, vielleicht wäre es doch nicht so verkehrt wegen der Flasche. Weißt du? 50 von jedem Duft einfach wegpacken, so für die nächsten 3-4 Jahre. Kostet ja auch nichts. Also am Ende im Verhältnis gesehen. Packst du einfach mal 50 Erbapura weg, 50 Milliliter, 100 Milliliter, Argento, so machst du noch ein paar andere mit rein. Investment Bundle of the... Ja, ohne Spaß, ey. Ohne Spaß. Jetzt gerade, weil sie auch gesagt hat, schöne Flasche. Überzug, das ist schon wahnsinnig ansprechend. Die Sergio Flacons sind sowieso immer hübsch. Jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, wo Baccarat Rouge bleibt. Baccarat Rouge wird hier heute in der Liste nicht vorkommen, weil den habe ich in die Damenliste gepackt. Ich finde den einfach diesen Ticken femininär. Aber ich habe trotzdem noch einen MFK für euch. Und zwar eins der größten Meisterwerke, die der Francis Cuixart je zustande gebracht hat. Abgesehen von... Okay, jetzt kommt das große Finale. Was ist der stärkste Duft, den ich besitze? Der lauteste, der Most Beast Mode of them all ist Air Tiger von Marc Gebauer. Wie viel ist davon gesprüht worden? Oh, guck mal da. Da ist nichts von gesprüht worden. Nichts. Nichts. Überraschung. Und um ehrlich zu sein, ich hätte auch noch mehr Düfte von Marc Gebauer jetzt hier in diese Liste nehmen können. Der Grund, Dankeschön. Warum ich sie jetzt nicht mit reingenommen habe, ist, dass ich von denen nicht so ein großer Fan bin, wie von manch anderen hier in der Liste. Und das ist, guck mal, all diese Düfte, die wir machen, außer jetzt Orange Flamingo ausgenommen, das sind Düfte für sehr starke Charaktere. Die habe ich mehr gemacht für mich. Diese Düfte, Marc Gebauer Düfte, ich weiß, viele Leute gefällt das, aber man muss ganz klar sagen, das sind schon sehr starke Düfte. Also egal ob Berserker, ob Arabian King, ob Air Tiger. Amorist natürlich ist schon leichter zu tragen, Orange Flamingo ist auch leicht zu tragen. Also die beiden würde ich sagen, sind Blind Buy, kann man machen. Amorist und Orange Flamingo kannst du so kaufen.
Aber die anderen Düfte sind schon sehr extrem. Zum Beispiel ich sag dir, wenn ich einen Duft Tag Nacht tragen könnte, für mich jetzt, Air Tiger ist mein Duft. Ich kenne auch andere Leute, auch Verkäufer, der eine verbraucht 2, 3 Flaschen im Jahr. So. Und letztens da in dem einen Stream in Stuttgart hat sich ein 11-jähriger Air Tiger geholt. Das heißt, das ist eine sehr persönliche Sache. Aber Mainstream-Geschmack ist das nicht. Und ich muss auch sagen, der Air Tiger ist jetzt nicht einer, wo ich sage, das ist einer der schönsten Düfte ever, aber es ist definitiv mein absolut stärkster Duft und deswegen muss der jetzt hier in die Liste. Er ist jetzt nicht unschön, er ist nur extrem hardcore. Also ich weiß, wenn ich den jetzt sprühe, ich mache es fürs Video, aber wenn ich den sprühe, wird mein Studio 2 Tage nach dem riechen. Ey, guck mal, ich sage euch eine Sache. Zum Beispiel, ich habe ja auch einige Kunden, also arabische Freunde von mir, die lieben den Duft. Auch egal, 40 Grad, gib ihm. Die machen ein paar Sprüher drauf. Die machen 5, 6, bam, 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 geht da los. Bin ich mir sehr sicher. Das ist ein sehr ledriger, dunkler, erdiger, bis. Auch so crazy, überleg mal, damals, ne, 2020, wann ist der rausgekommen? 2020 oder 2021? Überleg mal, wie crazy das war, als ersten Release das rauszubringen. Manchmal, ich denke nicht darüber nach, ne, weil ich einfach das mache, was mir gefällt. Aber rückblickend, da muss man schon sagen, heftig. Und dass die Leute das nicht tot gehatet haben. So von wegen, oh mein Gott, warum ist das so stark und so weiter, ne? Ja. Rauchiger, wacholdriger Duft, holzig ambriert, mit einem Quäntchen Iris noch mit dabei, aber es dominiert Leder. Leder ist der Duft, das ist einer für keine Ahnung, wen sehe ich da? Ich sehe vielleicht einen Biker, jemand, der auch gern Leder trägt. Definitiv ein Typ mit Bart, also glatt rasiert und Air Tiger passt nicht zusammen, vergesst es. Und Okay. das ist irgendwie einer, der macht vielleicht einen Job, der ist sicher nicht im Büro. Das ist einer, der draußen ist. Vielleicht, keine Ahnung, Handwerker. Jemand, der draußen arbeitet. Irgendwas. Irgendjemand, der auch irgendwie Werkzeug in die Hand nehmen muss. So sehe ich den. Die Qualität ist wirklich verblüffend gut von dem. Das ist halt ein Duftcharakter. Wenn es so stark in die ledrige Richtung geht, muss man sich fragen, ob das halt der Vibe ist, den man haben will. Aber für die Leute, auf die das passt, ist es einer der besten Düfte, die ihr haben könnt. Und auch die Marc Gebauer Düfte sind verhältnismäßig teuer, aber halt, ihr bekommt nirgendwo eine bessere Performance. Das ist so ein bisschen das Steckenpferd von Marc, ja, starke Düfte zu Das machen. stimmt. Und das ist ihm hier wirklich gelungen. Das war sein erstes Release und damit hat er auch total auf die Kacke gehauen. Stärker geht's nicht und es ist ein schöner Duft. Ich sage oft, ich trage auch maskuline Düfte. Das ist einer, den trage ich nicht. Also so maskulin brauche ich es dann nicht. Oh, ich weiß auch, auf wen der gut passen würde. Erinnert ihr euch noch an den Film Armageddon? Der Bruce Willis, wo sie dann auf den Kometen fliegen und dann Bohrloch. Genau so. Das ist für Alpha-Mails, weißt du? Für die Anführer, derjenige, der die Welt rettet, der trägt den Duft. Natürlich, klar, der trägt den Duft. Das Lustige ist, zum Beispiel über den einen Verkäufer, über den ich gesprochen habe, ne, ist schon so einer der besten Verkäufer in seinem Bereich, ne? Und auch so im Vergleich zu sehen und so, dass alle Leute, die jetzt Air Tiger tragen und auch tragen wollen, ne, sich jetzt nicht verstellen. Das sind schon Leute, die einen Charakter haben. Das sind jetzt keine Waschlappen. Da musst du schon ein Typ für sein. Nicht, also wertfrei einfach nur, ne? Wertfrei. Ihr kennt auch solche Leute. Bohrloch bohren müssen. Der trägt den, der Bruce Willis trägt den wahrscheinlich. Ja, okay, so lasst es stehen. Okay, Leute, ich habe natürlich jetzt ein paar Düfte auch unterschlagen, besonders viele Serjoffs, also ein Da bin ich doch Alexandria sehr II glücklich. oder ein Naxos oder ein Tony Iommi hätte ja eigentlich auch noch reingemusst. Und insbesondere auch von Nishane, der Neffs und der Hachivat. Die waren auch starke Contender, aber ich mag den Anni einfach so gern. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, ihr habt eine gute Auswahl jetzt an Düften, die so richtig knallen. Und ihr könnt mir ja gerne euren besten Duft in die Kommentare schreiben. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's. Sehr, sehr schönes Video. Also muss ich sagen, hat sie es schon auf den Kopf getroffen. Gute Auswahl. Ist nicht einfach, sowas zusammenzustellen. Ich bin also sehr glücklich, mit reingekommen zu sein. Aber starke Düfte, da muss man natürlich ein bisschen einen Eiger.